Herzlich willkommen bei Brandon Munders Astrophysik TV. Im vorherigen Video sprachen wir ja über den offenen Sternhaufen Mrs. 7 im Sternbild Skorpion. Da hat man auch kennengelernt, dass Mrs. 7 sich etwas nördlich von Lesart sich befindet. Und genau um diesen Stern soll es heute gehen. Dieser Stern ist alles andere als sonnenähnlich. Sie ist 11-mal so schwer, 6-mal so groß und hat über die 12.000-fache Sonnenleuchtkraft. Dieser Stern hat die Spektralklasse B2 römisch 4. Das heißt, es handelt sich um einen heißen B-Stern mit einer Oberflächentemperatur von 22.000 Grad. Oder gleichzeitig auch um einen Unterriesen sozusagen. Da kann man ja von der Leuchtkraftklasse her leiden. Dieser Stern ist 519 Lichtjahre entfernt. Und Slesat ist die Bezeichnung für den Stern Ypsilon Scorpii. Also das wäre sozusagen der Bayer-Bezeichnung von diesem Stern, Ypsilon Scorpii. Die scheinbare Helligkeit dieses Sterns beträgt 2,7 Magnituden. Das heißt, trotz dieser großen Entfernung des Sterns von mehr als 500 Lichtjahre kann man Lesart problemlos am Himmel sehen. Und sehr gut sogar. Dies liegt aber auch, weil es die 12.000-fache Sonnenleuchtkraft hat. Also ein sonnenähnlicher Stern, zum Beispiel mit einer Sonnenleuchtkraft, kann man höchstens aus einer Entfernung von 30 Lichtjahren etwas sehen. Und da dieser Stern halt eine sehr hohe Leuchtkraft hat, geht es immer noch als 500 Lichtjahre Entfernung. Der Name Al-Azhar bedeutet eigentlich, kommt aus Arabischen und bedeutet Stich oder Biss eines giftigen Tiers. Das habe ich noch dazu gelesen zu diesem Stern. Der Name habe ich jetzt hier eingeblendet. Und Lesart ist ein Mitglied des Gulchen Gürtels. Darüber werden wir demnächst auch noch zu sprechen kommen. Hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal dann. Auf Wiedersehen.